Könnte bitte einer weggehen und von meinen Popo umgerissen? Ich stehe jetzt auf Popo-Kuscheln. Du widerliche, ausgebuhte Hölle. Wo zur Hölle ist er? Da vorne kommt gleich was. Boah. Wie übelst viele es bitte sind. Ist doch abartig. Achso, halte ich meinen Helm nicht auf. Na, ist egal, ich sehe auch sowas. Geeignete Blutprobe. Interessant, da werden sich die Wissenschaftler auch freuen. Wir kriegen wieder Belohnungen. Ich liebe Belohnungen. Baby Russell. Da hinten muss ich hin. Da hinten muss ich hin. Tudum, tudum, tudum. Kronkorken. Oh, du heiliger Kronkorken. Ich bin gekommen, dich zu holen. So, hier waren noch irgendwo solche Freaks. Habe jetzt endlich mal aufgeräumt. Ich verstehe sowieso nicht, wie er das geschafft hat, aber gut. Ah, schön, schön. 45er Munition. Die kleinen Kugeln. Ich finde es schade, dass dieses Radio einfach nur nervt. Also das ist jetzt kein Sender, läuft nur gut. Okay, die Sender gab es wahrscheinlich zu der Zeit, aber jetzt halt mittlerweile nicht mehr, weil ja ist alles tot und so, ne? Ja, alles tot, alles tot. Übrigens total cool, diese mega kleine, unauffällige Klimaanlage. Okay. Halt. Oh. Das ist nicht gut. Na komm schon los. Yes. Puh. Alter Schwede. Ich hoffe mal so langsam, dass es die letzten waren. Du sagst es nämlich ständig. Das war der letzte. Das war jetzt aber auch der letzte. Nein, das war jetzt der letzte. Und eigentlich war es dann trotzdem nie der letzte. 308er. Was die hier alles dabei haben. Mini-Atombomben und so. Mist, mehr Bein wegfetzt am besten. Ich wollte gerade sagen, der verwandelt sich jetzt. Bitte jetzt, der. Okay. Auch ganz gut, Da unten ist einer. Oh, was war da? Nein, nein! Ich dachte, man könnte sich doch noch besiegen. Mir leid, Leute. Auf uns kommt niemand rum. Das ist übel. Das finde ich nämlich gar nicht so gut, dass jetzt auf einmal das heißt, dass die Batterien gleich alle sind. Da bin ich kein Freund von. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, hier hinten ist noch was. Nee, ist nichts mehr. Gut, hier oben. Ja. Da haben wir das, was wir brauchen. Und ich muss mal trotzdem kurz jetzt den Helm aufsetzen. Das bringt alles nichts. Denn ich, so gern wie ich mich auch selbst sehe, aber ich brauche eine Taschenlampe. Ich hoffe natürlich jetzt, dass für die Aufnahmen das entsprechend. Oh, fuck. Du spielst hier mit dem falschen Zünder. Das ist echt übel, der kann alle wiederbeleben. Oh komm schon bitte, der mysteriöse Fremde. Letzte Seite.
bitte garantiert keinen wieder, das kannst du vergessen. Ja, tut es. Kurz speichern. Alter Schwede, Mann, ey. Ganz schön haarige Angelegenheit, würde ich sagen. Was Interessantes hier. Sieht nicht so aus. Wie er hier am Rumpoltern ist, ne? Total leise und unauffällig. Geht gar nicht, ey. So, da müssen wir raus machen. Und das auch? Haben wir schon mal das. Gut, dann brauchen wir nur noch das andere aus diesem Krankenhaus. Wobei, wir können mal gucken, was das ist und schauen, ob wir das vielleicht bei uns im Lager von Sanctuary haben. Vielleicht haben wir Glück. Den können wir auf dem Weg abkürzen. Das wäre mir auch ganz lieb, ehrlich gesagt. Weil Krankenhäuser mag ich immer gar nicht. Terminal benutzen. Schalter Tür frei. Tür offen. Tada. So, und gucken wir mal. Ja, was? Such Intellium. Ah, nach einem Sensormodul. Krankenhäuser nach Biometriescannern. Okay, Biometriescanner, Biometriescanner. Biometriescanner. La 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 penna. Du 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 du. So. Kurz nach Sanctuary reisen. Irgendwie werden das nicht mehr Einwohner, ne? Mich wundert das voll. Wir haben doch eigentlich das dann angestellt und eigentlich müssten da Leute hinkommen und sich freuen und so, yeah, geil, Sanctuary. Aber, mich, sie finden das doof. Mag ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum werden das nicht mehr? Wie gesagt, es müssten eigentlich tonnenweise werden, aber na gut. Was soll's? So, Transfer. Dann können wir Biometriescanner. Biometrischer Scanner. Da haben wir einen. Tja, siehste. Dann haben wir alles zusammen. Ist das geil oder ist das geil? So. Dann auf zur Bridwen, beziehungsweise zum Flugplatz. Und dann können wir das bauen. Tja, dann haben wir das ja eben an der Stelle ultra krass abgekürzt, weil ich wusste doch, dass wir da sowas haben. Das ist meistens so, diese Sachen findet man, ja, wir haben gesehen, wir hätten ein paar Sachen davon da, ne? Man findet es gar nicht so selten. Also wahrscheinlich hätten wir auch die anderen Sachen hier gefunden, was wir jetzt eben gebraucht haben, diese Militärplatine. So unwahrscheinlich ist es nicht, aber na gut, jetzt haben wir ja alles. Und immerhin haben wir ein paar bösartige Gude platt gemacht, neues Gebäude entdeckt und konnten dadurch auch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und jede Menge Munition verschwenden, anderen Krams finden, den wir vielleicht nicht brauchten, naja, all so ein Zeugs halt, ne. Ja, keine Ahnung, ich hab irgendwie keine Ahnung, vielleicht zu viele Tabletten genommen? Nein. Vielleicht die falschen? Nein, auch nicht. Bin ich einfach nur lustig drauf? Ja, das auf jeden Fall. Wer bist du denn? In Begleitung dieses Dings unterwegs sind, lässt mich ernsthaft an ihrem Verstand zweifeln. Halt die Fresse! Ältester! Ich bin im Moment zu beschäftigt, um mit ihnen zu reden. Was hast du denn für Probleme, ey? Das ist ein Kumpel von mir. Wenn du ein Problem mit mir hast, ja, dann mach ich dich hier auf der Stelle platt. Ich zerquetsch deinen Schädel. Nulpe, ey. Ich verstehe jetzt nicht, was wie er denn abgeht, ja? Ja, verzieh dich einfach. Genau, geh irgendwo anders hin. Hier braucht dich eh keiner. Molekulartransport.